Hallo? Bin ich da? Ja, wunderbar. Tatarata. Ups, falsch verklickt. Jodala. Moment mal, ich höre gar nichts. Moment mal, ich habe mein Zweitbildschirm noch gar nicht an, auf dem ich spiele. Cool. Ich meine, ich könnte auch direkt in Streamlabs spielen, theoretisch. Aber da ist der Bildschirm schon... ist schon klein. Yeah. Wie geht's? Hat Fallout 1 und 2 ein Timelimit? Ja, hat es. Aber seit also zu Release des Spiels damals. Ich glaube bei Fallout 2 war nach Release das Timelimit ziemlich eng oder einigermaßen eng. Da durfte man nicht zu viel trödeln. Aber das wurde mittlerweile so gepatcht, dass man sich, glaube ich, in Fallout 1 und 2 schon ziemlich viel Zeit lassen darf. Da kann, gerade in Fallout 2 kann, wenn du eine aktuelle Version hast, eine gepatchte, kann nicht mehr viel schief gehen. Und bei Fallout 1 hat man nur am Anfang des Spiels ein Zeitlimit, bis du den Wasserchip gefunden hast. Ab dann ist es auch wurscht, wenn ich mich recht erinnere, zumindest. Hi, Fallen Crusader, Metatron und Mr. Hawkeye. Grüß Gott. Ich muss mal schnell meine Cola köpfen. Und ein bisschen. Ah, trinken. Ich wollte gerade sagen, und ein bisschen kredenzen. Aber ich habe jetzt vor kurzem gelernt, dass ich das immer falsch benutzt habe. Kredenzen. Ich dachte immer, kredenzen heißt was zu sich nehmen, was konsumieren. In Wirklichkeit heißt kredenzen servieren anscheinend. What? Habe ich mir gedacht. Hey, Mr. Hawkeye, danke fürs Subscriben. Fallen Crusader, danke fürs Verschenken des Abos. So rum. Beide, an beide ein Dankeschön. Fürs Schenken und fürs Beschenken lassen. Kredenzen. So. Noch kurz ein bisschen den Bart richten. Das ist auch so was Bayerisches, oder? Den Bart richten. Und dann gehe ich in den Garten und richte eine Blume hin. So. Dann legen wir los. Ah, ich wollte testen, ob das geht. Ob man auch von oben auf die Speicherstandblöcke stampfen kann. Aber leider geht das nicht. Bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Es wäre voll gut. Und wenn man dann von oben auf die Blöcke stampft, ist irgendwas bizarr. Irgendwie Bizarro-Welt. Dann steht der Bildschirm auf dem Kopf, wenn das Spiel lädt oder irgendwie sowas. Das wäre nett. Das wäre cool. Das wäre bestimmt... Ich sehe schon den Speedrun-Kopf über einhändig hier, ne? Dingens. Kirchen. Popierchen. Tablum. So. Wo haben wir letztes Mal aufgehört? Ich weiß es nicht mehr. Hier machen wir weiter auf jeden Fall. Hey, Fallen Crusader. Danke für den Bitregen ins Glas. Hui. Da purzeln sie. Hoffentlich machen Bethesda und Obsidian gemeinsam ein Fallout 5. Es ist absolut möglich. Es ist absolut möglich, dass irgendwas in die Richtung passiert. Wer weiß. Wer weiß. Es scheint ja so, als wäre Obsidian nicht abgeneigt. Und zum Glück hat Bethesda jetzt da anscheinend... Ich weiß nicht, wie viel Mitspracherecht die noch haben. Aber da gab es ja Knatsch im Grunde. Aber ich denke, die Fans würden profitieren wahrscheinlich davon, die Spieler. Oh, Mutant-Tyranner schlägt zurück. Damn. Katka, danke fürs Hosten. Hosten, posten. Mach ich das eigentlich bei euch schon noch, oder? Ich habe das eigentlich eingestellt.
glaube, Khadgar, Cluedo und noch ein paar andere werden automatisch bei mir gestreamt, wenn ich gerade nicht streame. Standardmäßig. Hätte ich zumindest mal eingestellt. Ich hoffe, das funktioniert noch. Abend. Jetzt muss ich natürlich erst wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Irgendwie glaube ich, im Wasser rutscht man schneller. Ich glaube, im Wasser kann man, wenn der Boden nass ist, kann man Turbo rutschen. Ich muss das mal kurz ein bisschen investigieren, weil ich glaube, eventuell sogar, wenn ich den Boden vor mir nass mache, kann ich da. Ja, ganz genau. So ist das nämlich. Ja. Schon langsam kommen die Erinnerungen zurück ein bisschen. Tja, ich als PlayStation-Gamer werde da nicht viel davon haben. Ja, mal abwarten. Man weiß es wirklich nicht. Man weiß es aktuell wirklich nicht. Ich mache da, morgen geht noch mal ein Video von mir online, wo ich noch mal so zusammentrage, was ich für wahrscheinlich halte, also was man schon weiß, was ich für wahrscheinlich halte. Und genau, da rede ich da ein bisschen ausführlicher drüber, weil, wie gesagt, wer weiß, ich halte es wirklich nicht für super duper wahrscheinlich, dass Bethesda jetzt die großen, Microsoft jetzt die großen Bethesda-Spiele einfach so Multiplattform raushaut, aber in irgendeiner Form vielleicht ja eben doch. Na, was willst denn du? Du siehst wichtig aus. Ich habe ihn gesehen, den Pflanzenmutanten von der Windmühle. Er ist zurück, um sich an uns zu rächen. Er begann gerade das unaussprechliche Verbrechen. Deswegen wurde er nie verurteilt, weil kein Gericht der Welt konnte jemals die Anklageschrift verlesen. Konzentration. Wo war denn, wo ist denn der? Ich weiß nicht, wo der ist. Der Mutantenkerl. Wer weiß. Ich meine, im Endeffekt gehört ja jetzt mehr oder weniger die Fallout-Lizenz natürlich auch Microsoft. Die könnten theoretisch damit machen, was die wollen. Die könnten theoretisch jeden jetzt das nächste Fallout machen lassen. Insofern, wer weiß. Kann theoretisch durchaus möglich sein. Ich kletter mal nochmal auf die Windmühle, weil dann haben wir wenigstens eine gute Aussicht. Wenn sonst schon nicht viel. Also, wie gesagt, ich meine, Bethesda hat ja gesagt, die werden das von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden. Und da müssen wir, glaube ich, von Einzelfall zu Einzelfall abwarten. Ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr stark davon abhängen wird, wie das marktanteilmäßig aussieht, bis ein The Elder Scrolls 6 erscheint. Wie viel Fläche wird quasi von der PlayStation abgedeckt? Ah, ich glaube, ich kann mir vorstellen, wo wir hin müssen. Und wie viel. Oh oh! Und wie viel Battle Pass, Games Pass sind verkauft und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird alles mit einfließen dann in die Überlegung, wenn es soweit ist. What? Habe ich gerade Schaden bekommen? Nee, oder? Die Kamera macht mir gerade Schaden im Hirn. So. Ich glaube, wir müssen da irgendwie hoch oder so. So, genau. Hey. Nein. So.
Genau. Nein, Mario, was tut es? Nein! Ich bin das nicht, wirklich nicht. Ich weiß nicht, was das war. Er wollte sich nicht festhalten. Rutschige Finger. Jetzt fehlt hier natürlich eine Düse, ne? Die ich noch nicht einsetzen kann. Ich hoffe, die brauchen wir nicht zwingend. Nee, sieht nicht so aus. Gut. Mario, jetzt reiß dich ein bisschen zusammen. Also wirklich. Muss das sein. Mein Gott, was für ein Chaos hier. Was sind denn das für komische Flunsal? Ich kann mich überhaupt nicht mehr an die erinnern. Ah, ich glaube, die Fall... Nee, warte mal. Ah, die sind meine Munition, ne? Irgendwie so, in der Art ist das. Ja, ja. Ey, aufhören. Ist doch gemein hier. Ah. Ach, kommt schon. Ach, kommt schon. Also das Ziel hier finde ich schon sehr schwer gerade. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wo die hin sollen. Ja, und dann ist die Hitbox von dem Zaun auch noch nicht ideal irgendwie. Ja, gut. Ja, das war ein Treffer. Schnell, komm zu mir, Flunsal. Fliegt er denn jetzt hin? Soll ich ihn verfolgen? Oder ist nicht hier der Bosskampf? Nee. Scheinbar nicht. Ah, ich finde das auch ein bisschen blöd, dass ich die Düsen, wenn die mal aus sind, nicht mehr anschalten kann. Dass mir durch das Wasserrad glitscht, finde ich auch nicht gut. Nein, Mario. Ach komm, da ist ein Loch. Perspektive und so. Ungünstig. Okay. Gut. Geschafft. Nach dem Kampf kann ich wieder ein bisschen in den Chat gucken. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Alles nicht so leicht hier. Okay, umdrehen, Mund aufmachen. Ich weiß es jetzt nicht. Soll ich... Ah ja. Wieder ab nach oben mit uns. Ich hätte vorher tanken sollen am besten eigentlich wahrscheinlich. Kriegen wir schon hin. Ah, das war nicht gut. Ich habe mich voll verdrückt. Na, dann kann ich jetzt aber schnell tanken. Na komm, das schaffen wir. Gut gemacht. Nein, Mario, nicht gut gemacht. Schlecht gemacht. Böser Mario. Okay, Kantenglitch. Das Spiel hat wirklich... Ich spiele das jetzt noch nicht lange. Das hat für so ein Mario-Spiel viele komische Glitches und
ne, so bis jetzt gehabt. Ungewöhnlich. Da habe ich schon höhere Qualität erwartet von so einem Mario. Wo müssen wir denn hin? Da lang. Komm schon. Nein, ich hab diese kleinen Dinger aus dem Schlamm schon immer gehasst. Furchtbare Gegner. Furchtbar nervige, kleine, ewig spawnende, endlose Gegner. Die machen keinen Spaß. Ich muss schon langsam auf meine Energie aufpassen. Diese kleinen, nervigen Gegner sind gar nicht ohne. Uiuiuiui. Da holen wir uns jetzt mal die Sonne. Und dann ist alles gut. Welcher Film oder welche Serie ist Fallout am ähnlichsten? Naja, also grundsätzlich natürlich A Boy and His Dog. Das ist ja so die Schablone für so postapokalyptische Szenarien, wo gerade die ersten Fallout sich auch sehr stark inspiriert haben. Aber dann natürlich auch Mad Max, ist eh ganz klar. Und in... nee. Mad Max. Dann so... So eine postapokalyptische Ödland-Serie, so richtig in dem Sinn, gibt's nicht. Die gibt's immer nur in Verbindung mit Zombies, ne? Komisch eigentlich. Nee, tatsächlich, immer Zombies. Tja. Als Konsole ist die Xbox für mich weiterhin noch nicht attraktiv, da ich außer Elder Scrolls und Fallout nicht von Bethesda spiele. Wenn ich mir meine Bibliothek so anschaue, ist das meiste von Square Enix und Nintendo. Also als Switch-Besitzer und auch PC-Besitzer geht es mir auch ähnlich. Aber ich muss schon sagen, der Xbox Games Pass, der wird schon immer interessanter und interessanter. Und somit auch irgendwie eine Xbox. Was ist mit dir, Filzkerl? Kann ich dich nicht löschen? So richtig kann man den irgendwie nicht löschen, oder? Ich würde ja gern. Du müsstest dich mal kurz stillhalten. Nee, okay. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich dachte wirklich... Na gut. Wo hat denn das U-Boot gerade angelegt, das wir da gesehen haben? Hier irgendwo? Ja, tatsächlich. Oh oh. Jetzt wird's ernst. Mario! Nee, habe ich leider nicht gespielt vorhin, Crusader. Ah ja, Braxe, hallo. Genau, den Games Pass kann man zwar auch am PC nutzen, aber ich spiele nicht gerne am PC. PC steht im Arbeitszimmer, ist ungemütlich, ist immer irgendwie, immer ist irgendwas, dauernd muss man irgendwas patchen oder... mag ich einfach nicht. Ich spiele eigentlich fast nur auf Konsole, weil ich es einfach viel komfortabler finde. Und ich das Ding einfach fest im Wohnzimmer dann haben will oder nicht unbedingt fest irgendwo stehen haben will. Die Switch nehme ich ja auch mit.
Aber es soll halt unkompliziert sein und schnell gehen und einfach sein und flexibel sein. Und da ist ein PC für mich einfach nicht das Wahre. Und nur deswegen würde mich eventuell eine Xbox interessieren. Damit ich einfach zu Hause gemütlich am Wohnzimmer ohne irgendwas, ohne irgendwie Kabel umzustecken, ohne meinen Laptop irgendwo hinzutragen und ohne Controller jedes Mal wieder zu registrieren, einfach anmachen und loslegen. Deswegen würde mich eine Xbox zusammen mit dem Games Pass interessieren, tatsächlich. Weil dadurch, dass mich Ubisoft-Spiele in der Regel so überhaupt nicht interessieren, müsste ich mir im Grunde nur die Nintendo und die Sony-Exclusives noch kaufen, wenn ich diesen Games Pass habe, so ziemlich, glaube ich. Abgesehen von ein paar interessanten Indies vielleicht. Der Auftritt von Robo-Bowser. Wow, ist das die Achterbahn, der Achterbahn-Bosskampf? Na dann. Ich hasse euch. Was seid ihr eigentlich? Ihr seid keine Koopas. Ihr seid irgendwie... Ich weiß es nicht. Was seid ihr? Ich mag euch nicht. Geht weg. Das liegt dann aber mehr an deinem persönlichen Setup, denn mein PC ist bei mir genauso in Betrieb wie meine Konsolen. Ja, es ist weniger eine Setup-Frage, sondern eher eine Geschmacksfrage, eine Komfortfrage. Ich hatte meinen Rechner auch schon öfter am Fernseher im Wohnzimmer hängen und dann ist es eigentlich okay. Aber trotzdem muss man dann dauernd irgendwie mit der Maus wieder ran und wieder irgendwie, ne, irgendwelche Programme oder Spiele starten. Und das will ich alles nicht. Das ist mir viel zu umständlich. Oder weiß ich nicht. Das passt für mich nicht ins Wohnzimmer. Wenn da irgendwie eine Maus und eine Tastatur im Boden rumliegen. Ah, jetzt verstehe ich, wie man die am besten besiegt. Okay. Aber ich bin ja sowieso. Also ich hab in meinem Leben viel am PC gespielt und spiele auch immer noch viel am PC. Aber wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, spiele ich immer lieber auf der Konsole. Ich spiele übrigens zum Beispiel auch am PC immer mit Controller. Auch irgendwie First-Person-Shooter. Nur Echtzeit-Strategiespiele. Die nicht. Manche rundenbasierenden Spiele wie XCOM machen das sehr gut. Die kann man nämlich nur mit der Maus ohne Probleme spielen. Das ist super. Das passt. Das mache ich dann auch gerne. Oh oh, das geht nicht gut aus. Oh, das könnte sogar funktionieren. Aber so... Nein, schon wieder durch den Boden durchgeglitscht. Hey, Mama Mia, das passiert aber wirklich oft hier, dass man irgendwie durch den Boden durchglitscht. Muss ich schon mal hier kritisieren. Ich habe ja die Theorie, weil es ist ja irgendwie so ein deutsches Phänomen, dass PCs so sehr stark im Gaming noch verankert sind. Das ist ja in den meisten Ländern gar nicht so der Fall eigentlich. Und ich habe ja die Theorie, dass das mit diesem deutschen Leistungsgedanken zusammenhängt. Dass man sagt, naja, so 2000 Euro für ein Arbeitsgerät, das ich ja dann auch quasi zum Arbeiten nutzen kann, die gebe ich schon mal aus. Aber 500 für so eine Konsole, so ein Spielzeug, ne, niemals. Oder dass man das so zumindest früher seinen Eltern erklärt hat. Und ich glaube, das hängt schon vielleicht damit zusammen. Bin mir nicht sicher. Ich habe immer das Gefühl, das weiß ich nicht, ob da was dran ist.
Ach, komm schon. Ich habe keine Ahnung, was wir hier eigentlich gerade machen, Leute. Überall fallen blaue Münzen raus, aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Und bis ich da bin, sind die weg. Das ist nicht gut. Okay. Kann ich hier irgendwie... Meinte ich, komme in die Tassen rein? Ah, das wird schon knifflig, glaube ich. Vor allem, wenn ich die falschen Tasten drücke. Hey, ich finde es nicht gut. Ich muss echt sagen, Mario Sunshine ist, finde ich, persönlich echt nicht gut gealtert. Ich hatte so vom technologischen Fortschritt mehr erwartet, ehrlich gesagt. Weil Mario 64 hat seine Kinderkrankheiten, das ist ganz klar, hat aber einfach vom Gameplay her wirklich einfach Spaß gemacht. Es hatte einen Flow, es hat funktioniert und ab und zu war die Kamera stur, aber passt schon. Und hier bleibt die Kamera irgendwie ständig, glitscht die in irgendwelche Wände, ich fall dauernd durch den Boden durch und stehe meistens blöd rum und habe keine Ahnung, was ich eigentlich tun soll. Und irgendwie ist das nicht optimal. Muss ich schon sagen. Also ich hatte Mario Sunshine ja auch nicht als das beste Mario in Erinnerung. Aber ich konnte nie sagen, warum eigentlich. Aber jetzt, mit ein bisschen Abstand, ein bisschen älter, ein bisschen mehr Erfahrung, muss ich schon sagen, ja, nee, das ist einfach echt auch nicht... Es ist einfach nicht gut im Verhältnis zu anderen Mario-Spielen. Das hätte auf dem GameCube schon weiter sein können und müssen, finde ich. Ah, nein, oh Gott. Und dann ist es auch noch so nervig, obendrein. Das stimmt, ich weiß schon, Metatron, aber das funktioniert für mich alles nicht. Ich habe auch sogar Na, wie heißt das Ding? Steam... Dieses kleine Steam-Stream-Gerätchen, das man einfach an den Fernseher hängt und dann streamt das quasi die Spiele auf dem Fernseher und so weiter. Ich habe das alles versucht, weil ich hätte es gern gewollt, dass ich gut am PC gemütlich spielen kann, aber es hat für mich nichts wirklich funktioniert. Und deswegen, ich verstehe nicht, was Steam mit dieser Stream-Maschine gemacht hat. Dieser Steam-Maschine. Weil die Idee von einer Steam-Maschine, wenn die konsequent und gut umgesetzt worden wäre, hätten die damit so erfolgreich sein können. Die hätten da so in den quasi Semi-Konsolenmarkt einsteigen können. Die hätten die Vorteile... Sag bloß, ich muss mit dem reden. Nee. Die hätten da wirklich so einen geilen Hybriden erschaffen können. Es wäre so perfekt gewesen, haben die aber nicht gemacht. Was muss ich denn machen? Robo-Bowsers Auftritte. Wenn die... Wisst ihr, dann kamen plötzlich wieder 100.000 verschiedene Entwickler daher. Alle haben irgendwie wieder ihren eigenen Käse gemacht und dann gab es wieder 100.000 verschiedene PCs im Grunde einfach nur mit einem Steam... Betriebssystem. Und ich verstehe wirklich nicht, was das werden sollte, wenn es fertig ist. Wenn die das so gemacht hätten, dass es zwei oder meinetwegen drei genormte Steam-Machines gäbe, mit fester Leistung. Und dann wäre da quasi wirklich Steam OS vorinstalliert, man startet das Ganze mit dem Controller, wie im Big-Screen-Modus. Das ist wie eine Konsole, die man im Fernseher steckt, aber eben mit dem Steam-Shop. Und dann kauft man da seine Spiele und dann ist bei jedem Spiel so eine kleine Ampel dabei, die dir sagt, wie gut wird das Spiel auf deiner Steam-Maschine laufen, die es irgendwie in super billig und super High-End gibt. Und dann wäre das, glaube ich, echt ganz schön durch die Decke gegangen potenziell. Aber so, wie die das gemacht haben, verstehe ich überhaupt nicht, was da eigentlich das Konzept war und was der Gedanke dahinter war. Überhaupt keine Ahnung. Ich befürchte, ich muss wirklich mit den NPCs reden. Vielleicht mochte ich Mario Sunshine auch deswegen nicht, weil man mit den NPCs reden muss. Das passt für mich irgendwie auch nicht. Wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Okay. Ich unterhalte mich jetzt mal mit den Leuten. Vielleicht hilft das. Also das finde ich wirklich komisch irgendwie.
Die sind da irgendwie mit ihrem Modell, finde ich, knapp am Ziel vorbeigeschossen. Meiner Meinung nach. Da bin ich halt, das ist halt so eine Sache, weil da bin ich halt überhaupt nicht anfällig dafür. Ich, ehrlich gesagt, merke ich keinen Unterschied und ich behaupte immer, in Wirklichkeit merkt keiner einen Unterschied, aber wahrscheinlich stimmt's nicht. Wahrscheinlich gibt's Leute, die tatsächlich einen Unterschied merken. Aber ab 30 Frames macht für mich wirklich einfach keinen Unterschied. Ich sehe das nicht, ich spüre das nicht. Es ist einfach, ich habe mir auch schon oft so Vergleichsvideos auf YouTube angeguckt und ich habe wirklich einen 4K, 100 Millionen Frames Bildschirm und was weiß ich was. Ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe da einfach nichts. Deswegen bin ich da, deswegen ist mir das immer total wurscht, wie viel Frames jetzt irgendwer irgendwo irgendwie draufschreibt. Das merke ich einfach echt nicht. Aha, ich muss da hinten zu diesem blöden Pool laufen. Genau. Glaubst du, die Lathofa-Theory wird gut? Ha, das weiß ich nicht. Das hat auf jeden Fall Potenzial, dass die gut wird. Aber das ist natürlich, keine Ahnung, das kann man auch total versauen. Wenn man sich da am Spiel orientiert und das Ganze noch ein bisschen serienmäßig ausbaut und gleich von Anfang an die Story von Teil 1 und 2 quasi verknüpft, im Grunde könnte man ja sehr schön in zwei Zeitebenen vielleicht sogar erzählen oder sowas, keine Ahnung. Da gäbe es viele Möglichkeiten, dass das eine richtig gute Serie werden könnte. Theoretisch, aber wer weiß. Ja, ich meine, ihr habt es ja gesehen. Ich habe Deadly Premonition 2 ohne Probleme gespielt. Insofern bin ich da, glaube ich, nicht so. Ich habe auch das Glück, dass mir zum Glück nicht... Bei vielen Leuten wird es scheinbar übel, wenn die Framerate mal unter 30 fällt, öfter. Das ist dann natürlich echt problematisch. Da bin ich zum Glück nicht anfällig, weil das wäre dann wirklich... Da hört der Spaß halt natürlich auf. Jetzt unser super beschissenes Spiel, das mehr Frames hat. Ja, ich meine, grundsätzlich ist das ja voll okay, wenn es wirklich Leute gibt, die das irgendwie... Ich kann mir das schon vorstellen, in schnellen First-Person-Shootern oder so, dass da vielleicht nochmal man besser, schneller zielen kann. Ich kann mir das schon vorstellen, aber ich merke es halt nicht. Aber dass halt diese Framerate zu so einer Werbe-PR-Zahl geworden ist, die man dann quasi einfach immer so raushaut, dass überhaupt auf so... Ne, so messbare Werte in der PR sich berufen wird immer. Dass man immer sagt, hier 78 Teraflops und 75 Millionen was weiß ich was und hier noch Ubi-Kanone 3000 haben wir auch noch eingebaut. Das ist immer alles so lächerlich, finde ich. Oder hier auch, die Map ist fünfmal so groß wie deine Oma oder so Sachen. Meine Güte, wen interessiert? Von Crusader, Dankeschön für die Spende. Voll super großzügig von dir, voll nett von dir. Damit sind wir fast auf 900. Es ist schon, heute ist der letzte Stream im September, es ist schon noch ein ordentlicher Batzen. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, den Monat, ist nicht schlimm, weil man muss ja auch sagen, wir haben diesen Monat also nach dem Urlaubsmonat gestartet. Und die ganzen Bits und Abos und die ganzen Twitch-Einnahmen werden ja immer einen Monat verspätet dazugerechnet. Und diesen Monat gab es deswegen keine, weil halt letzten Monat kaum gestreamt wurde. Da habe ich ja nur die ersten zwei Dienstage gemacht. Deswegen starten wir ja nächsten Monat schon mit einer höheren Summe als diesen Monat. Aber ja, genau. Eventuell wird es ja doch noch was. Aber wo waren wir jetzt? Genau. Auf jeden Fall sind es halt lauter so Kleinigkeiten. Es ist ja eh voll super, wenn die Map viermal so groß ist wie hinter Dupfing. Ist ja super. Beschwert sich ja niemand. Aber dass man das dann so groß an die Glocke hängt und damit so wirbt, finde ich halt einfach lächerlich. Weil dadurch wird ein Spiel nicht gut. Also nicht im Gegenteil, aber das ist kein Qualitätsmerkmal. Es ist cool, wenn es in einem guten Spiel viel zu tun gibt, aber wenn das Spiel nur mittelmäßig ist, dann ist eine große Map sogar eher hinderlich, weil dann muss man sich noch mehr durchquälen, damit man von A nach B kommt. Das finde ich halt immer alles Quatsch. Tja, so ist das eben.